es sind zwei Sachen. Einerseits finde ich, es ist ein grosser Anlass und das Team muss eine gewisse Rückzugsmöglichkeit haben oder eine gewisse Rückzugsmöglichkeit. Und darum möchten wir im Team so eine Rückzugsmöglichkeit schaffen mit einer Garderobe, die sich wohlfühlt und darum richten wir das also auch ein. Einerseits, andererseits finde ich auch, wenn man in so eine Garderobe hineinkommt, muss so ein bisschen das Gefühl von so einer WM entstehen. Also die Emotionen schon in der Garderobe und darum versuchen wir auch so ein bisschen mit Licht und gewissen Features, das so ein bisschen zu vermitteln und dann einfach, dass dann Vollgas aus dieser Garderobe rausgehen. Ja, bis jetzt sind noch nicht so Wünsche eingetroffen. Wir machen das also eigentlich so ein bisschen, was wir finden, braucht es. Und von dort her sind jetzt nicht Wünsche gekommen. Es sind zwei, drei Sachen gekommen, wo wir kleben, wo sie das Gefühl haben, nützt ihnen dann. Das sicher, aber sonst grosse Wünsche sind jetzt da nicht eingetroffen. Das machen wir blockweise, das heisst, dass Blöcke so zusammensitzen. Auch ein bisschen eine Hackordnung von einer gewissen Anzahl Länderspielen, aber primär ist es so, dass man blockweise Spieler ordnet. Wenn es schon zwei, drei nachher wirklich so packt, dass sie nachher rausgehen und Vollgas geben, dann ist der Zweck schon erfüllt. Aber ich denke, wichtig ist wirklich, dass man so ein Homebase hat, auch in dieser Halle, mit diesen Leuten, mit diesen vielen Leuten zum Glück. Aber einfach, dass man auch eben einen Rückzugsort hat und eben so eine Homebase. Und das möchten wir so mit dieser Garderobe arbeiten.